Also die Fälle berühren uns natürlich auch. Wir sagen, was für eine Ungerechtigkeit, da müssen wir jetzt einfach helfen. Ich reg mich doch immer fürchterlich auf, wie zum Beispiel Behörden oder Konzerne auch unseren Lesern da übel mitspielen. Und deswegen stürzen wir uns da richtig rauf und wollen auch natürlich auch für ein bisschen mehr Gerechtigkeit sorgen. Und wir freuen uns am Ende natürlich auch wirklich, wenn es dann geklappt hat und die Menschen und die Leser und die Zuschauer sind am Telefon oder vor der Kamera total glücklich. Das macht uns wirklich auch total glücklich. Also bei Bild Kämpf geht es wie bei Bild um den Menschen. Wir sind sehr nah dran an unseren Lesern. Wir sind nah dran an deren Problemen und wir geben unseren Lesern und den Schwachen dieser Gesellschaft eine Stimme. Wir gucken uns jedes Anliegen an und prüfen, ob wir es aufnehmen können oder ob wir den Fall absagen müssen. Auf alle Fälle erhält jeder, der uns schreibt, eine Antwort. Wir sind ein Team von 12 Mitarbeitern und wir arbeiten mit einem großen Gerechtigkeitssinn und sind unwahrscheinlich empathisch und fühlen uns in die Situation ein. Und das machen wir mit Herzblut und so gut, wie wir können. Und wenn wir einen Fall aufnehmen, dann wenden wir uns entweder an die Pressestellen oder aber an die Geschäftsführung. Und wir haben mittlerweile über die vielen Jahre eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Pressestellen erreichen können. Wie es so schön heißt, auf Augenhöhe sind wir und sie sind auch sehr bemüht, sehr schnell uns zu antworten. Wenn wir einen Fall positiv gelöst haben, dann berichten wir darüber auf allen unseren Plattformen, TV, online und Print. Und in letzter Zeit berichten wir aber auch über Fälle, die wir nicht lösen konnten, weil wir uns so über diese Geschichte und den Ausgang geärgert haben. Seit 50 Jahren gehört Bild Kämpf zur Marke und dabei wird es auch bleiben. Wir werden immer wichtiger, weil natürlich auch unsere Zuschauer und Leser immer mehr Hilfe brauchen. Und deswegen bleibt es dabei. Bild Kämpf bleibt ein Standbein von Bild.